Willkommen mal wieder zu einem weiteren Video. Heute gibt es mal eine Antrag von Vlog. In diesem Video geht es darum, um das Projekt, wofür ich vor kurzem in Finnland war. Ich war ja vor kurzem für rund 3 Tage in Finnland und dazu nehme ich euch jetzt mal mit und berichte darüber, was ich dort so erlebt habe. Ist, denke ich, für den einen oder anderen sehr interessant und ich kann euch vielleicht auch die eine oder andere Sache mit auf den Weg geben, wenn ihr auch so Sachen in die Richtung macht. Das Projekt ging ja insgesamt rund 3 Tage, also für 3 Tage ging es hoch nach Finnland, genauer gesagt nach Tampere, um da was für das Unternehmen Avant zu filmen. Wer Avant nicht kennt, Avant ist ein Unternehmen, was Multifunktionslader herstellt. Für die Leute, die sich auch unter diesem Begriff nichts vorstellen können, die stellen praktisch radladerartige, traktorartige Fahrzeuge her. So. Ich blende einfach mal hier ein Bild ein. Die sind halt insgesamt in der Bauwirtschaft und in der Landwirtschaft halt tätig. Es ging prinzipiell in den Tagen darum, coolen Social Media Content zu produzieren, sei es für Instagram, Facebook oder auch für deren Website. Los ging das Ganze an einem frühen Mittwochmorgen, genauer gesagt um 4.30 Uhr bin ich losgefahren, um 4.50 Uhr oder so kam mein Zug. Und dann ging es erstmal nach Eppertshausen. In Eppertshausen ist nämlich der Hauptsitz von Avant Deutschland. Und da ging es erstmal darum, die Werkstätten zu zeigen, allgemein deren Arbeitsumfeld zu zeigen und zu präsentieren, wie Avant so arbeitet. War dort, wie auch eigentlich bei all den Tagen, so viele Einblicke wie möglich zu geben, um am Ende wirklich so facettenreich wie möglich die Videos zu gestalten mit so vielen Aufnahmen, Einblicken, Interviews, jetzt auch kurze Redeparts, wo irgendwelche Maschinen zum Beispiel erklärt worden sind. Mit auf der Reise dabei war auch noch der Moderator Tobi, mit dem haben wir schon das ein oder andere Projekt auch vorher gemacht, wie zum Beispiel auch die Fußballvideos für den YouTube-Kanal von Pike. Rund 2 Stunden später waren wir dann auch in Eppertshausen fertig mit den ganzen Aufnahmen und dann sind wir auch schon mit 2 Mitarbeitern von Avant und mit Tobi dann auch Richtung Flughafen gefahren. Mit rund 1 Stunde Verspätung sind wir dann dort auch abgehoben Richtung Helsinki. Als wir in Helsinki angekommen sind, waren wir allerdings längst noch nicht am Ziel, sondern wir sind noch umgestiegen in eine etwas kleinere Maschine, in eine Propellermaschine, mit der wir dann nach Tampere geflogen sind. Das war wirklich der kürzeste Flug, den ich je erlebt habe von Helsinki nach Tampere. Das waren irgendwie so 25 Minuten, 10 Minuten hoch, 5 Minuten oben und dann nochmal 15 Minuten runter oder irgendwie so in der Art war das halt. Insgesamt von Frankfurt bis Tampere waren es so 3,5 Stunden, kann man sagen. Als wir in Tampere am Flughafen mit dem Bus abgeholt worden sind, ging es dann auch direkt ins Hotel. Ins Hotel haben wir dann kurz eingecheckt und danach ging es auch schon wieder raus. Dann haben wir praktisch so eine kleine Sightseeing-Tour durch Tampere gemacht. Tampere hat so rund 250.000 Einwohner, ist echt eine ziemlich coole Stadt, würde ich auch privat gerne mal hingehen. Insgesamt ziemlich cool, lag auch noch einiges an Schnee und war relativ kalt. Im Gegensatz hier in Deutschland ist es ja mittlerweile fast schon wieder frühlingshaft, sag ich mal. Und dann ging es halt darum, unterschiedliche Einblicke über die Kultur und über die Stadt halt zu bekommen. Auch bei den Videos, die Videos so authentisch wie möglich für den Zuschauer zu machen und die, sag ich mal, so vlogartig aufzubauen, aber trotzdem halt auf einer ziemlich hohen Qualität. Dann haben wir aber mit dem ersten Tag auch nicht wirklich mehr gemacht, sondern wir sind dann nur noch abends essen gegangen, ziemlich cool, und dann war auch der erste Tag zu Ende. Am zweiten Tag ging es dann auch relativ früh schon los. Wir sind relativ früh aufgebrochen, um zum Hauptsitz von der Bahn zu fahren. Als wir am Hauptsitz dann angekommen sind, ging es nach einer kurzen Pressekonferenz dann auch direkt zu einer relativ großen Werksführung, Werksbesichtigung, wo wir wirklich den ganzen Produktionsablauf von den Multifunktionsladern zu sehen bekommen haben. War wieder das Ziel, so viele Aufnahmen wie möglich zu machen, sei es von der Pressekonferenz, sei es von den ganzen Anlagen. Immer mal wieder gab es noch kurze Redebeiträge von Tobi, wo er dann, sag ich mal, irgendwelche Mitarbeiter dort vor Ort interviewt hat oder irgendwie bestimmte Maschinen erklärt hat, wie die so ungefähr funktionieren, um das halt auch alles dem Zuschauer deutlich zu machen, wie so die ganze Produktion abläuft, von Anfang bis zum Ende praktisch. Nach der Werksbesichtigung und einem kurzen Mittagessen ging es dann auch zu dem Highlight des ganzen Aufenthalts, auch eines der größten Highlights, wieso da überhaupt so viele Leute mit dabei waren, weil nicht nur wir waren dort, sondern da waren auch noch relativ viele Journalisten und andere Videomacher, sag ich mal so, dort vor Ort. Denn das Highlight war an diesem Tag, dass Avant eine neue Reihe von Multifunktionsladern vorgestellt hat, die neue 800er Serie.
Spielzeugserie, die kurz gesagt einfach nochmal leistungsstärker ist und größer ist und so weiter und so fort. Genauer will ich jetzt in diese Materie nicht eingehen. Auf jeden Fall wurden die in einer kurzen Pressekonferenz vorgestellt und da ging es halt auch wieder darum, so viele Aufnahmen von den Fahrzeugen zu machen wie möglich. Auf jeden Fall, als dann die Interviews und die Aufnahmen von der neuen 800er-Serie gemacht worden sind, ging es dann noch raus auf ein Testgelände. Nochmal einige deren Fahrzeuge ausführlich getestet haben und dann wurden auch noch mal ein paar Aufnahmen gemacht, wie die dann in Aktion waren, die Fahrzeuge, was auf jeden Fall auch ziemlich cool war, wo wir auch noch das ein oder andere gute Bild gemacht haben. Ein, zwei Bilder blende ich jetzt mal hier ein, auf jeden Fall. Danach ging es dann auch zum Hotel und dann war eigentlich erst 16 Uhr und ich habe mega viel Zeit gehabt, wieso ich dann halt auf die Idee gekommen bin, ein Q&A-Video aufzunehmen. Dieses Video habt ihr bestimmt schon gesehen, falls nicht, dann klickt mal hier oben rauf, dann kommt ihr zum Q&A, wo ich halt auch einige Aufnahmen halt auch in Finnland gemacht habe. Dann habe ich noch ein bisschen in der Stadt hergeschaut oder war in diesem coolen Hotelpool. Dann war aber nichts Weltbewegendes mehr passiert und dann war auch schon der letzte Tag. Dann war auch schon Freitag und der letzte Tag der ganzen Reise und an diesem Tag stand im Vordergrund, dass wir zu einigen Baustellen gefahren sind, wo halt Fahrzeuge von Avant im Einsatz waren. Zum Beispiel bei einem Krankenhaus, was saniert worden ist, wo halt ein Fahrzeug von denen im Einsatz war. Oder wir waren auch bei einer Müllrecyclingsanlage, wo rund 20 Avant-Fahrzeuge im Einsatz waren. Und da ging es halt darum, zu zeigen, was halt die ganzen Einsatzgebiete sind. Kurz danach war aber auch die Reise schon wieder vorbei, sage ich mal. Wir sind dann relativ zügig auch wieder zum Flughafen gefahren. Ich ging es dann wieder nach Helsinki erstmal, von Helsinki nach Frankfurt. Und in Frankfurt habe ich dann diesen Typ wieder getroffen. Auf jeden Fall war ich dann wieder in Frankfurt und dann haben wir halt unsere Sachen so umgepackt, wie wir sie halt für den nächsten Dreh halt brauchen. Und dann ging es halt für uns am nächsten Tag dann schon nach Köln. Dazu habt ihr dann, wie gesagt, das Q&A-Video gesehen, was halt ein Mix aus Finnland und Köln war. Das waren auf jeden Fall zusammengefasst diese drei Tage und ich muss sagen, es waren echt ziemlich coole Tage. Ich konnte mega viel für mich lernen in den Tagen. Ich habe mich, denke ich, auch was Videoschnitt allgemein und so nochmal einen Tick weiterentwickelt, weil ich einfach vieles neu ausprobiert habe in den Tagen. Denn es war das Ziel, die ganzen Videos für Avant innerhalb relativ kurzer Zeit fertigzustellen. Ich hatte rund nur eine Woche Zeit, um all die Videos fertigzustellen. Das war ungefähr so dann, dass ich dann jetzt in dieser Woche jeden Tag für Avant Videos geschnitten habe und nicht irgendwie mal zwei Stunden, sondern wirklich teilweise den ganzen Tag nur geeditet habe. Und das war für mich auch eine komplett neue Situation. Einerseits auch mit ein bisschen Druck umzugehen, hatte ich vorher bei vielen Aufträgen nicht so, dass ich irgendwie einen wirklich engen zeitlichen Rahmen hatte, bis halt was fertig sein musste. Außerdem nutze ich das Schnittprogramm DaVinci Resolve 15 erst seit rund einem Monat oder etwas mehr als einem Monat. Davor habe ich halt immer das Schnittprogramm Premiere Pro genutzt, was ich dann halt mit der Zeit halt nicht mehr genutzt habe. Wieso, weshalb, dazu kann ich gerne auch nochmal ein Video machen, wo ich vielleicht mal ganz bisschen auch nochmal auf diese Sache eingehe. Auf jeden Fall habe ich dieses neue Schnittprogramm halt noch nicht so lange genutzt. Da ich halt jetzt so viel geschnitten habe, wurde allgemein bei dem Workflow deutlich schneller auch und allgemein war es eine wertvolle Erfahrung, mal im Ausland was zu filmen, was wir ja bis jetzt noch nicht wirklich gemacht haben. Und ja, bin auf jeden Fall hyped auf weitere solche Projekte, die vielleicht auch zukünftig mal im Ausland stattfinden. Ja, das wird auf jeden Fall mit dem Video gewesen sein. Wir sind jetzt hier mitten schön am See. Ist, denke ich, ziemlich nice. Auf jeden Fall will ich mich jetzt hier auch nicht weiter verreden, sondern damit war es aber wieder mit einem weiteren Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ich euch ein paar coole Einblicke zu der ganzen Reise geben konnte, dann würde es mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall eine positive Bewertung da lassen würdet und in den Kommentar schreiben würdet und wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und wenn du in die Kamera gucken könntest. Auf jeden Fall, Leute, würde es mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder einschaltet. In den nächsten Wochen geht es nach Paris, dann kommt noch das Zimmer-Update, ein neuer PC, der die ganze Zeit nicht ging. Aber dazu folgt, wie gesagt, auch noch ein Video, weil geht demnächst endlich, bin mega hyped auch darauf. Und ja, wie gesagt, bis zum nächsten Video. Haut raus, ciao.